Herzlich willkommen bei Allgäu TV. Die Belegschaft eines Rathauses tanzt zu Thriller von Michael Jackson. So geschehen heute in Mindelheim beim traditionellen Rathaussturm. Es ist gumpiger Donnerstag, dementsprechend närrisch geht's heute auch bei uns zu. Später in der Sendung, dann eröffnen wir auch die Diskussion darüber, wen Mindelheims Bürgermeister Stefan Winter mit diesem Kostüm darstellen will. Motto war Spuk im Rathaus. Aber auch Nicht-Narren kommen heute auf ihre Kosten. Folgende Themen haben wir heute für Sie vorbereitet. Ausgezeichnetes Allgäu. ADAC verleiht seinen Tourismuspreis gleich an zwei Projekte in der Region. Ärztemangel auf dem Land. Westallgäuer Gemeinde verliert ihren Hausarzt. Und Go East. Allgäu Airport bietet jetzt auch Flüge nach Moskau an. Die herrliche Landschaft, Skipisten, gutes Essen. Das Allgäu ist als Tourismusregion weit über die Grenzen bekannt. Eigentlich logisch, dass die Region auch regelmäßig bei Tourismuspreisen abräumt. Das war auch heute so. Im Altusrieder Theaterkästle wurde der Bayerische Tourismuspreis des ADAC vergeben. Ausgezeichnet wurden gleich zwei Tourismusprojekte aus dem Allgäu. Das Wandern ist des Müllers Lust. Wie viele Müller im Allgäu ihrem Hobby frönen, weiß keiner, aber es ist weit über die Grenzen Bayerns hinaus als Wanderregion bekannt. Unter anderem führt der Jakobsweg durch das Allgäu. Ein klassischer Wanderweg von einem Ort zum anderen. Schon vor vielen Jahren hatte die damalige Allgäu Marketing GmbH, die heutige Allgäu GmbH, die Idee eines Wegs, der eben nicht einfach nur von A nach B führt, sondern die Region vernetzt. Aus der Idee entstand die Wandertrilogie Allgäu. Heute erhielt das Projekt den ADAC Tourismuspreis. Die entscheidenden Kriterien ist es zum einen, dass es schon erlebbar ist, dass das Projekt erlebbar ist und nicht irgendwie nur auf dem Schreibtisch existiert, dass es innovativ ist, dass es für möglichst alle Bevölkerungsgruppen geeignet ist und dass es ja eine Art Leuchtturm darstellt. Offensichtlich fand die 15-köpfige Jury, dass die Allgäuer Wandertrilogie all diese Kriterien am besten erfüllt. Bis dahin war es ein langer Weg. Zunächst mussten die Macher ihr Projekt der Jury vorstellen. Von den 6, die es in die Vorauswahl geschafft hatten, konnte sich die Allgäuer Idee durchsetzen. Für den Aufsichtsratsvorsitzenden der Allgäu GmbH Hans-Joachim Weirater ein emotionaler Morgen. Ziemlich glücklich. Und zwar deshalb, weil es nicht für mich persönlich, sondern fürs ganze Allgäu ein super Tag ist. Ein toller Tag für die Allgäu GmbH, für alle, die sich anstrengen, seit Jahren anstrengen, das Allgäu touristisch nach vorne zu bringen. Mit diesem Preis haben wir heute eine ganz, ganz tolle Auszeichnung bekommen, die eine Ausstrahlung hat, die mindestens eine bayernweite, wenn nicht sogar eine ist, die weit darüber hinausgeht. Zusammen mit der Siegestrophäe bekommt die Allgäu GmbH ein Marketingpaket im Wert von 30.000 Euro. Aber nicht nur der erste Platz ging ins Allgäu, auch auf Platz 3 landete ein Projekt aus der Region. Die Gemeinde Pfronten mit ihren 12 Themenspielplätzen. Unter anderem hat die Kommune zusammen mit örtlichen Unternehmen einen Ritter, Indianer und sogar einen Computerspielplatz errichtet. Mit einem unmittelbaren Touristenansturm durch die Auszeichnung rechnet Weirater dennoch nicht. Ich sehe, dass das eher eine positive Wirkung hat für all diejenigen, die sich anstrengen, die sich einbringen mit Innovation, mit Kreativität, mit Kraft ganz einfach einbringen, um unsere großen Projekte, unsere Leitprojekte und Produkte auch weiterzubringen. Das macht Mut und Freude, kommende Dinge in Angriff zu nehmen. Jetzt feiern die Gewinner aber erstmal. Ab morgen wird dann an neuen Projekten gearbeitet, die vielleicht wieder mit diesem oder mit einem anderen Preis geehrt werden. Was vor vielen Jahren noch als Fernsehserie ein idyllisches Bild gezeichnet hat, ist im echten Leben dabei, nach und nach zu verschwinden. Der Landarzt. Immer mehr Praxen auf dem Land schließen, immer mehr Ärzte finden keinen Nachfolger. Dabei steigt die Zahl der Mediziner jährlich. Aktuelles Beispiel aus unserer Region ist die Gemeinde Hergensweiler im Landkreis Lindau. Der örtliche Hausarzt hat aufgehört, ein Nachfolger ist nicht in Sicht. Ein Problem für die Gemeinde und natürlich für die Patienten in Hergensweiler, aber auch für den Arzt, der die Patienten übernommen hat.
Hergensweiler im Landkreis Lindau hat knapp 1.900 Einwohner, viele Vereine, einen Kindergarten und eine Grundschule. Außerdem gibt es eine freiwillige Feuerwehr, eine Tankstelle und Einkaufsmöglichkeiten. Aber etwas Wichtiges fehlt. Hergensweiler hat seit Oktober keinen Arzt mehr. Die Suche nach einem Nachfolger ist in vollem Gange, gestaltet sich aber schwierig. Hergensweiler und seinen Bürgermeister Wolfgang Strohmeier hat der sich in ganz Deutschland ausbreitende Landärztemangel voll erwischt. Eine Nachfolgeregelung hat sich zerschlagen, die Praxis wurde aufgelöst. Der nächste Arzt befindet sich in einigen Kilometern Entfernung in Sigmarszell. Für die Älteren und Eingesessenen hier in Hergensweiler, die natürlich gewohnt sind, hier den Hausarzt vor Ort zu haben, für die wird es natürlich sehr, sehr beschwerlich. Viele sind nicht mehr mobil und müssen sich jetzt andere Möglichkeiten suchen, wie sie zum nächsten Arzt gelangen. Strohmeier schaut fast jeden Tag auf den Internetseiten der Kassenärztlichen Vereinigung nach Ärzten, die die Landarztpraxis übernehmen würden. Dass das nicht einfach wird, weiß er, denn der neue Arzt müsste kräftig investieren. Grundsätzlich müssen Ärzte, die sich aufs Land bewegen, doch eine Praxis einrichten. Sie müssen irgendwo wohnen. Und der Arzt, der jetzt den Vertragssitz übernommen hat, der ist sich mit mir darin einig, dass wir versuchen sollten, wenigstens jemanden zu bekommen, der stundenweise hier in Hergensweiler sein könnte. Am ehemaligen Arztsitz in Hergensweiler zeigt nur ein handgeschriebener Zettel, dass hier mal praktiziert wurde. Die neue Anlaufstelle für Patienten ist ein paar Kilometer weiter, in Sigmarszell. In der Praxis von Dr. Martin Horn, der den Vertragssitz übernommen hat, werden die Hergensweilerer jetzt mitversorgt. Mit knapp 4 Kilometern ist der Weg, den die Patienten von Hergensweiler nach Sigmarszell zurücklegen müssen, immerhin relativ kurz. Aber eine langfristige Lösung des Problems ist die Praxis in Sigmarszell nicht. Die Patientenzahlen übersteigen die Möglichkeiten der Praxis von Dr. Martin Horn. Ja gut, wir haben deutlich mehr Patienten jetzt dadurch, also so ungefähr 500 im Quartal, was doch einiges mehr Arbeit bedeutet, haben längere Wartezeiten auf Termine und die Versorgung mit Hausbesuchen wird auch deutlich geringer oder schwieriger. Was die Gründe für den Landärztemangel sind, was das für Patienten und Ärzte bedeutet und wie es für die Gemeinde Hergensweiler jetzt weitergehen soll, das ist Thema der aktuellen Ausgabe unseres Landkreismagazines vom Westallgäu bis zum Bodensee. Vom Westallgäu zum Bodensee sehen Sie heute Abend um 19.45 Uhr, 20.45 Uhr und 22.30 Uhr. Danach wird das Magazin regelmäßig bei uns im Programm wiederholt. Wann genau? Das erfahren Sie auf unserer Internetseite www.allgäu-tv.de. Dort finden Sie auch alles zu unserem aktuellen Gewinnspiel. Einschalten und gewinnen. Wir verstecken jeden Tag eine Satellitenschüssel in unserem Programm. Sie haben sie entdeckt? Sagen Sie uns wo und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück tolle Preise. Ihre Antwort senden Sie einfach per E-Mail an gewinn@allgäu-tv.de oder Sie rufen einfach an. Wir wünschen viel Glück. Lasse ich mein Kind kurz im Auto oder nehme ich es auch für die kleinste Besorgung mit? Eine Frage, der sich Eltern immer wieder gegenübersehen. Die Mutter eines 4-jährigen Mädchens im Unterallgäuer Rammingen hat sich für Kind im Auto lassen entschieden. In Begleitung der Puppe, gut angeschnallt, die hinteren Türen durch eine Kindersicherung verriegelt. Nur kurz wollte die Frau Besorgungen machen. Nach ein paar Minuten war sie wieder im Auto. Doch da erlebte sie das, was wohl die Horrorvorstellung für Eltern ist. Das Kind war weg. Wie sich später herausstellte, hatte sich die 4-Jährige abgeschnallt, war nach vorne auf den Beifahrersitz geklettert und hatte von dort aus die Beifahrertür geöffnet. Das geht auch bei eingeschalteter Kindersicherung, um das Auto im Gefahrenfall verlassen zu können. Danach spielten sich dramatische Szenen ab. Das Kind irrte in der Dunkelheit umher und suchte seine Mutter, allerdings in der völlig falschen Richtung. Es fiel in den unmittelbar angrenzenden Wörthbach und wurde mitgerissen.
Erst etwa einen Kilometer weiter gelang es der Vierjährigen, sich aus dem etwa 20 Zentimeter tiefen Wasser zu befreien. Erschöpft und unterkühlt, aber am Leben. Mit einem Rettungswagen wurde das Mädchen ins Krankenhaus gefahren, wo sie 4 Tage lang stationär behandelt wurde. Mittlerweile geht es ihr aber wieder gut. Mehr Meldungen aus dem Allgäu sehen Sie gleich. In Kompakt bleiben Sie bei uns. Der Freitag beglückt uns mit weiterem Neuschnee. Am Samstag und Sonntag folgt ein freundlicher Mix aus Sonne, Wolken und weiterem Schnee. Wenn mit gutem Gewissen traumhafte Powderhänge genießen, dann immer mit den Sicherheitschecks in Lechzurs am Arlberg. Waffenbär, das Haus der Jagd und Tracht in Kempen. Kessler, wir liefern Energie für Ihr Zuhause. Zu günstigen Tarifen und fairen Konditionen. Wir sind immer da, wo Sie uns brauchen. Ob Heizöl, Strom, Erdgas oder Pellets. Wir sind ein Partner, auf den Sie sich verlassen können. Wir sind der Energielieferant für das Allgäu. 23 Stufen führen hinab. Zu einem ganz besonderen Ort. Die Erasmuskapelle unter dem Kemptener St. Mangplatz. Ihre Mauern erzählen eine spannende Geschichte, die auch Sie begeistern wird. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie genau die Küche, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passt. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. Die Nachrichten vom Donnerstag, den 4. Februar 2016. Ein Lkw-Fahrer hat gestern Abend auf der A96 bei Bad Wörishofen mehrere Autofahrer mit einem Laserstrahl geblendet. Sein Lastwagen war auf einem Firmengelände in der Nähe der Autobahn geparkt. Betroffene Autofahrer verständigten die Polizei, die daraufhin das Firmengelände kontrollierte. Daraufhin rastete der 23-jährige Osteuropäer völlig aus. Die Beamten fesselten den Mann daher und brachten ihn in den Streifenwagen. Diesen beschädigte der Täter durch Fußtritte gegen die Tür. Den jungen Mann erwarten nun diverse Anzeigen. 3 betroffene Autofahrer mussten wegen Schmerzen in den Augen im Krankenhaus behandelt werden. Das Verwaltungsgericht Augsburg hat die Klage gegen den Bau der Lindauer Inselhalle als unzulässig zurückgewiesen. Der Kläger, ein Bürger aus Lindau, hatte seine Einwände damit begründet, dass die Baugenehmigung unzulässig sei und europäisches Recht missachtet wurde. Diese Einschätzung folgte das Gericht nicht. Wie schon im Eilverfahren im vergangenen Herbst lehnte es die Klage ab. Damit können die Bauarbeiten wie geplant weiterlaufen. Wie berichtet, befinden sich die Arbeiten derzeit hinter dem Zeitplan. Der Eröffnung der sanierten und umgebauten Halle zur Nobelpreisträgertagung 2017 stünde aber nichts im Wege, heißt es von Seiten der Stadt. Glimpflich ausgegangen ist eine groß angelegte Suchaktion in Oberstaufen. Ein 69-Jähriger war gestern Abend von seiner Ehefrau als vermisst gemeldet worden. Der Mann benötigte dringend ärztliche Hilfe. Mehrere Polizeistreifen, ein Hundeführer und über 70 Kräfte der Bergwacht beteiligten sich an der rund 2 Stunden dauernden Suche. Auch ein Hubschrauber wurde eingesetzt. Gegen 22:30 konnte der Mann in einer Scheune gefunden werden. Er wurde mit einer leichten Unterkühlung ins Krankenhaus gebracht. Der Allgäu Airport baut sein Osteuropa-Angebot weiter aus. Ab März starten täglich Flieger von Memmingerberg nach Moskau. Angeboten wird die Verbindung in die russische Hauptstadt von der Billig-Airline Pobeda, einer Tochter der Staatslinie Aeroflot. Moskau ist bereits das 10. Ziel in Osteuropa, das vom Allgäu Airport aus angeflogen wird. Mit der Verbindung wolle man sowohl Touristen als auch Geschäftsreisende ansprechen, so ein Airport-Sprecher. Der Flughafen in Moskau bietet zudem interessante Umsteigemöglichkeiten.
Die Ermittlungen gegen den Tierschutzverein Markt Oberdorf sind eingestellt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen die Führungsebene des Vereins wegen des Verdachts des Betrugs, der Untreue, Urkundenfälschung und Bankrotts ermittelt. 15 Monate lang zog sich das Verfahren hin. Am Ende ließen sich die Vorwürfe aber nicht nachweisen. Unklar ist nun, ob der Erstatter der Anzeige Ende 2014 bewusst eine falsche Aussage gemacht hat. Falsche Verdächtigungen sind strafbar und können mit einer Geldstrafe oder einem Freiheitsentzug von bis zu 5 Jahren geahndet werden. 900 Unterschriften hat eine Bürgerinitiative aus Wasserburg gegen die geplante Neugestaltung der Halbinsel gesammelt. Die entsprechenden Listen wurden heute dem Bürgermeister übergeben. Damit haben mehr als die für ein Bürgerbegehren nötigen 10% der Wahlberechtigten die Aktion unterstützt. Kritik gibt's vor allem an der angedachten Umgestaltung der Uferpromenade. Die Gemeinde habe nie über eine reine Erhaltungssanierung nachgedacht, so die Initiatoren. Auch habe man die Bürger nicht in die Pläne eingebunden. Der Gemeinderat muss nun die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens überprüfen. Fällt die Prüfung positiv aus, dann wird die Abstimmung innerhalb der nächsten 3 Monate stattfinden. Im April soll hier auf dem Gelände des Kaufbeurer Parkstadions mit dem Bau des neuen Eisstadions begonnen werden. So sieht es zumindest der Zeitplan der Stadt vor. Bereits einen Monat später soll dann mit dem Rohbau begonnen, Ende des Jahres dann Richtfest gefeiert werden. Wie berichtet, müssen die Arbeiten bereits im Sommer 2017 beendet sein. Dann läuft nämlich die Genehmigung zum Betrieb des alten Stadions aus. Dessen Bausubstanz war mit den Jahren marode geworden. Ende 2012 war es aus statischen Gründen eine Zeit lang komplett gesperrt gewesen. Ab der Saison 2017-2018 wollen die Joker aus Kaufbeuren dann im neuen Stadion spielen. Der Landkreis Lindau zieht eine positive Bilanz aus dem 2013 verabschiedeten Klimaschutzkonzept. Vor allem durch die Einstellung eines Klimaschutzmanagers sei man in dem Bereich deutlich vorangekommen. Seit Anfang diesen Jahres bezieht der Landkreis beispielsweise CO2-freien Strom für alle Schulen und das Landratsamt. Außerdem wurden Elektroautos angeschafft und ein Förderprojekt für Pendler gestartet. Im Dezember wurde es bereits vermutet, jetzt ist es offiziell. Bad Wörishofen hat im vergangenen Jahr einen neuen Besucherrekord aufgestellt. 2015 besuchten über 139.000 Gäste die Kneippstadt. Das sind 9.000 mehr als im vorangegangenen Jahr. Auch der Rücklauf der Übernachtungszahlen konnte gestoppt werden. Mit etwa 1.000 mehr als 2014 konnte auch hier ein Plus verzeichnet werden. Die meisten Gäste kommen aus dem Bundesgebiet, dicht gefolgt von Touristen aus der Schweiz. Die Bio-Schaukäserei in Wickensbach ist von der Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern ausgezeichnet worden. Ihr Demeter-Hornkäse gehört zu den 3 Goldgewinnern in diesem Jahr. Die LVÖ prämiert jedes Jahr Bioprodukte, die Regionalität und Nachhaltigkeit verbinden. Die Käserei in Wickensbach wurde vor rund 10 Jahren von 9 Biobauern aus dem Oberallgäu gegründet. Sie fertigt etwa 300 Tonnen Käse im Jahr. Und das war Kompakt mit den Kurznachrichten vom gumpigen Donnerstag, dem 4. Februar 2016. Und wir schauen jetzt auf das Wetter, wie es an den Faschingstagen wird. Bei Temperaturen leicht über dem Gefrierpunkt erwarten uns in der heutigen Nacht teils heftige Schneefälle bei bewölktem Himmel. Im Ostallgäu regnet es bei Werten um 3 Grad. Morgen Vormittag bleibt es weiterhin bewölkt bei Temperaturen zwischen 2 und 5 Grad. Dabei kommt es im gesamten Allgäu zu Regen und Schneefällen. Zum Nachmittag hin zeigt sich im Westallgäu vereinzelt die Sonne bei wolkigem Himmel, während es im Unterallgäu leicht schneit und im restlichen Allgäu regnet. In den Allgäuer Bergen erwartet uns morgen ein Sonne-Wolken-Mix mit leichten Schnee- oder Schneeregenfällen. Im Tal liegen die Temperaturen zwischen 2 und 5 Grad. Auf den Gipfeln fällt das Quecksilber unter den Gefrierpunkt. Dank der Schneefälle in den vergangenen Tagen kann in allen Allgäuer Skigebieten Wintersport betrieben werden. Das Wochenende wird zunächst freundlicher. Zwar bleibt es weiterhin bewölkt, aber es wird milder bei Temperaturen bis 9 Grad. Am Samstag zeigt sich teilweise sogar die Sonne. Am Sonntag kommt es zu Regenschauern. Pünktlich zum Wochenstart werden diese aber wieder von Sonne abgelöst.
Es sieht also so aus, als wenn der Lack unserer Autos in den nächsten Tagen wieder unter Salz und winterlichem Dreck leiden müsste. Wer sein Auto liebt, der unterzieht es also bald auch wieder einer Wäsche. Und da haben Sie als aufmerksamer Allgäu-TV-Zuschauer einen Vorteil. Denn Sie können sich das Geld für die Autowäsche sparen. Wir verlosen heute einen Waschgutschein für Ihr Auto. 0831 930 63111 heißt die Nummer zum Glück. Und in den Lostopf kommen Sie dann, wenn Sie unter dieser Telefonnummer nicht nur Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer hinterlassen, sondern auch mitteilen, wo wir heute unsere Satellitenschüssel versteckt haben. Teilnahme per E-Mail geht übrigens auch gewinn@allgäu-tv.de. Haben Sie die Satzschüssel entdeckt? Behalten Sie die Augen auf. Gestern wusste übrigens Marion Jansa aus Kempten die richtige Lösung. Sie hat die Schüssel in einem Beitrag über den Presseball gesehen. Und jetzt wird's hier närrisch. Teppiche bringen Gemütlichkeit in Ihr Zuhause. Sie suchen den passenden Teppich? Bei uns finden Sie Teppiche nach Ihren Wünschen. Kiepler Teppiche, natürlich, regional und handgefertigt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Herzlich willkommen, Matthias, ich spreche mit Koch. In weniger als 30 Minuten leckeres und heißes Essen? Klar geht das. Anruf genügt. Zumindest, wenn man bei Joey's Pizza in Kempten anruft. Die Kette ist deutschlandweit Marktführer und dafür gibt es gute Gründe. Unsere Lieferzeit innerhalb von 30 Minuten, unsere Frische, unsere Qualität der Produkte, weil unsere Produkte werden speziell für uns hergestellt und unser eigens kreierter Teig. Eigens für Joey's kreiert sind auch die vielen Pizza-Varianten, die in den Filialen erhältlich sind. Von klassisch bis ausgefallen ist hier für jeden Geschmack etwas dabei. Alle 4 Wochen gibt es zudem ein wechselndes saisonales Angebot. Jeder Mitarbeiter wird eingelernt und er kann selber entscheiden, wie weit er bei uns gehen möchte, ob er zum Beispiel Fahrer ist oder ob er Bäcker ist, bis zum Schichtleiter oder Betriebsleiter. Einige letzte Handgriffe, dann kann ausgeliefert werden. Diese Pizza Mediterrana geht an Brigitte Geiger. Sie ist Stammkundin und besitzt zudem noch eine MyClick-Card. Deshalb bekommt sie mit ihrer Bestellung ein Tiramisu gratis dazu. Die kommen immer pünktlich und sie sind wahnsinnig freundlich, die Buben, die da kommen. Und ich bestelle nicht nur Pizzas, sondern ich bestelle auch mal Nudeln. Und wie gesagt, das ist also alles immer sehr gut und perfekt. Überzeugen Sie sich selbst und bestellen Sie telefonisch oder auf joeys.de Ihre neue Lieblingspizza. Spuk im Rathaus, so lautet das diesjährige Faschingsmotto des Mindelheimer Rathauses. Heute, am gumpigen Donnerstag, wird traditionell das Rathaus gestürmt und Bürgermeister, Stadträte und Mitarbeiter vor hoffentlich unlösbare Aufgaben gestellt. Denn nur wenn alle Aufgaben erfüllt werden, kann der Rathaussturm abgewendet werden. Bis heute ist das, zum Glück aller Narren, aber noch nie gelungen. In Mindelheim herrscht heute Ausnahmezustand. Denn der Mindelheimer Faschingsverein Dura Haufer stürmt jedes Jahr an diesem Tag das Rathaus von Bürgermeister Stefan Winter. Ab 9.30 Uhr dann regieren die Narren in Mindelheim. Guten Morgen, Gruppe des Anderstaats, guten Morgen an die Stadt Mindelheim! Der Gumpig ist, glaube ich, in Mindelheim ein Traditionstag. Als ich ein kleiner Bub war, war am Gumpigen, ich glaube, wir haben sogar schulfrei gehabt, ich weiß es nicht mehr, aber es war halt einfach, es war in Mindelheim. Saus und Braus, zum Beispiel überall. Man hat überall was gehabt. Das war der Umzug für uns Kleine natürlich besonders. Wir hier auch, die Kinder laufen gerade davon, die freut einfach sowas, wenn sie Masken sehen, wenn sie schöne Gewänder sehen, wenn sie Häschen, wenn sie Maskierte sehen. Und der Gumpig ist einfach, es war und ich hoffe, es wird auch wieder im Mindelheimer Nationalfeiertag. Doch so ohne weiteres gibt Bürgermeister Stefan Winter seinen in ein Geisterhaus verwandelten Regierungssitz natürlich nicht auf. Auch in diesem Jahr hat er die Chance, den Rathaussturm zu verhindern, wenn er und seine Kollegen die 10 Forderungen der Narren erfüllen. Dazu gehört unter anderem ein Gesangsduell zwischen Rathausmitarbeitern und Stadträten. Das ging ganz klar an die Rathausmitarbeiter. Und nach dem deutschen Handball-EM-Triumph gab es natürlich auch ein 7-Meter-Duell zwischen Bürgermeister und dem Faschingszunftmeister. Winter und seine Kollegen konnten den Sturm wieder einmal nicht abwenden. Aber geschlagen haben sie sich dann doch beachtlich. Also ich denke, da gibt es bestimmt Rathäuser, die schlagen sich viel, viel schlechter. Gehe ich mal davon aus. Sie machen gut mit.
es kann ja, sie müssen ja verlieren, also sonst haben wir ja kein Fest da oben, sonst haben die alles umsonst einkauft. Nein, sie haben sich sehr gut geschlagen, sie machen mit. Klar, das ein oder andere Mal ist vielleicht ein bisschen mau, aber es soll ja Spaß sein. Es soll ja Spaß für das Rathaus sein, es soll ja Spaß für die Stadt sein, für uns Narren und natürlich auch für die ganze Bevölkerung. Spaß hatten beim Mindelheimer Rathaussturm wirklich alle. Besonders beim Highlight, der Forderung Nummer 5. Da sollten die ohnehin im Spukmotto verkleideten Rathausmitarbeiter den legendären Tanz aus Michael Jacksons Thriller nachtanzen. Und das haben sie, zur Überraschung aller, mit Bravour gemeistert. Ich würde ja fast schon meinen, beim Thriller-Tanz, dass sie in der Arbeit gar nichts anderes machen mit ihren Kollegen, als die Choreografie üben. Also das stimmt nicht. Wir haben das alles nach der Arbeitszeit gemacht, haben uns natürlich noch im Rathaussaal getroffen und fleißig geübt, weil wir wollen uns ja natürlich, wenn wir uns schon geschlagen geben müssen, dann aber auch wirklich sehr gut geschlagen geben. Was war für Sie die beeindruckendste Forderungserfüllung vom Rathaus? Ganz klar, der Tanz mit Thriller. Das ist also, auf einmal so lange, ich habe gedacht, eine Minute und dann hört sie auf. Aber nein, die haben, glaube ich, komplett das ganze Lied durchzogen. Also das war echt das Beste. Das allein hat allerdings nicht gereicht. Zu viele andere Forderungen wurden nicht erfüllt und so wurde das Rathaus dann erobert. Das war aber nur der Startschuss für einen Tag voller Partys und weiteren Veranstaltungen. Denn anschließend um 14.14 Uhr stand unter anderem noch der Faschingsumzug des befreundeten Fastnachtsvereins Mindelonia an. Dann ist irgendwann Abend geht es zum Lumpenball, ins Forum und dann ist eigentlich der Abendessen, ja. Und morgen haben wir Pause. Dann viel Spaß und feiern Sie schön. Alles klar, danke schön. Unter der neuen närrischen Regierung wurde dann bei lauter Gumpenmusik gefeiert und gesungen. Ein guter Auftakt in den gumpigen Donnerstag also. Und auch morgen sind Narren bei uns gut aufgehoben. Wir zeigen Ihnen unter anderem Bilder vom Faschingsumzug in Fischen. Außerdem geht es in unserer morgigen Sendung um Käse. Lassen Sie sich also überraschen. Würde mich freuen, wenn Sie dann wieder einschalten würden. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Einschalten und gewinnen. Wir verstecken jeden Tag eine Satellitenschüssel in unserem Programm. Sie haben sie entdeckt? Sagen Sie uns wo und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück tolle Preise. Ihre Antwort senden Sie einfach per E-Mail an gewinn@allgäu-tv.de oder Sie rufen einfach an. Wir wünschen viel Glück.